werde diesen elenden Durchfallmann vernichten. Endlich habe ich ihn. Oh, heute ist nicht mein Tag. Ja, und damit herzlich willkommen in der neuen Folge von Dauntless. Hier geht's um Razor Ring Karabakh, Vorstoßprüfung. Da haben wir so ein bisschen ein Bild zusammengeknüppelt. Und zwar hier Mistralströme, Schattensicht, Quillspike, Malkarions Umarmung und vulkanische Stiefel mit Shrikes Eifer in meinem Fall, mit Grausamkeit als Besonderheit drin, weil wir haben einen Speerspieler mit drin. Und in meinem Fall halt Shrikes Eifer. Die anderen beiden Fäustespieler nutzen Panga, die Emberman-Laterne. Und der Speerspieler spielt halt den Speer und sein entsprechendes Bild. Das kannst du gerne mal drunter posten, Bazi, wenn du so nett bist. Ja, wir haben das Ganze, sind wir dann angegangen, eigentlich mit der Zielsetzung direkt. Wir wollen unter 30 Sekunden oder ich sag mal unter eine Minute auf jeden Fall. Mit dabei ist, wer ist mit dabei? Bazi Nato, Durchfallmann und Kleriker. Und ja, meine Wenigkeit. Ja, direkt hier oben buffen, dann eigentlich reinspringen, direkt mit Malkarions Fähigkeit dann auf den Kopf oder generell aufs Monster zufliegen, hier gar nicht erst landen. Ja, Feuer frei, hier das erste Mantra aufladen, dann kommt sein komischer Klingenansturm da. Ja, das habe ich eigentlich schon schlecht gemacht, da stehe ich schlecht und das ist nicht unbedingt ein guter Run von mir. Gab es bessere, aber trotzdem zweites Mantra drauf, dann hier auf den Kopf bzw. Teilbruch, dann Betäubung und dann muss ich eigentlich an der Stelle stehen, wo unser Speerspieler weiter verwundet, das passiert jetzt. So, hier gab es dann wieder einen Knock oder was, ja, und dann kann man halt weiter hier auf den Arm gehen, Teilschaden machen und im bestmöglichen Falle ist dann halt das zweite Teil auch schon direkt vom Speer verwundet. Also im Prinzip muss man sich eine Taktik ausdenken, wo der Speer praktisch schön die Teile eins nach dem anderen halt verwundet und die Fäustespieler laufen nach und brechen das dann. Ihr seht es ja hier, es hätte klappen können, wir waren ein bisschen zu spät vom Schaden, hat nicht alles gut geklappt, war auch nicht mein bester Run und hier war der Run eigentlich dann schon gescheitert, da haben wir gar nicht mehr so ernsthaft gespielt, sage ich mal, noch ein bisschen Schaden draufgefahren. Da hatten wir etliche Runs, die so in der Art aussehen. Trotzdem denke ich, ist der Run für euch zu empfehlen. Wieso, weshalb? Ihr müsst es ja nicht so angehen. Ihr könnt das am Anfang so machen, nutzt die ersten 30, 40 Sekunden so aus, dann lauft vom Monster einfach nur noch weg und wartet, bis er seinen zweiten Ansturm, den er jetzt gerade gemacht hat, bis er den macht, knockt ihn und holt ihn aus den Latschen und habt den ganz lockeren Sub-2-Run, ganz locker, ganz easy. Jo, also könnt ihr so machen, könnt ihr übrigens mit den Fäusten ganz genauso machen, also 4 Fäuste, Full Damage Bild reinspringen, ihn in der Knockphase, also hier ordentlich auseinanderholen und dann geht das halt auch, aber so fand ich es eigentlich sehr, sehr angenehm, mit ein bisschen Übung geht das sehr, sehr gut und dann kann man den halt auseinanderholen. Jetzt hier, Damien hat es dann noch allein gemacht, also vielen Dank an die 4, die da mitgeholfen haben. Ich hätte euch gerne das Video gezeigt, dass wir es unter 30, 40 Sekunden schaffen. Aber letzten Endes hatten die Jungs jetzt keine Zeit mehr, ich auch nicht mehr. Und da haben wir es einfach so gelassen. War in Ordnung, ich denke, das ist vorzeigbar, so kann man es machen. Jo, Safe Run habe ich euch schon im letzten Part schon gezeigt. Einfach das normale Bild nutzen geht auch und dann schafft ihr auch Sub 3 oder Sub 5. Viel Spaß damit, bis dann, ciao.